Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Es geht heute um Ravencoin. Heute werden wir schauen, in welche Richtung der Kurs gehen wird. Wir haben heute einen starken Abverkauf bekommen. Das heißt, der Kurs ging eigentlich heute von 0,002 auf 0,01. Das heißt, die Hälfte ist weg. Kann man sagen, ja, 50% ist weg. Und der Kurs hat sich dann wieder hier stabilisiert. Wie sieht es aus? Es ist relativ eine junge Listing hier. Wir haben hier quasi einen Aufwärtstrend. Der wurde wahrscheinlich wie bei Bitcoin durchbrochen. Ja, also ich habe vorhin die Analyse für Bitcoin gemacht. Und da ist natürlich, können sich die anderen Währungen nicht entziehen, wenn der Bitcoin-Kurs nach unten geht. Und da wurde deutlich quasi der Widerstand hier durchbrochen. Das heißt, für uns das nächste Level wäre wahrscheinlich hier in der Richtung, dass wir hier 0,016 quasi eine Stabilisierung bekommen und im Rahmen des Aufstiegs wahrscheinlich hier nach oben drehen. Ja. Das heißt aber, es ist, wie schon gesagt, ein relativ junges Unternehmen, ja, hier auf der Börse. April kam es schon auf die Börse. Ja. Und hier in diesem Zeitraum für 3 Monate eine sagen wir, Prognose zu wagen, ist relativ gewagt, weil wir hier keine Erfahrungswerte haben. Da muss man natürlich die Kurse von Bitcoin heranziehen. Und da sehen wir ja zum Beispiel bei April, wie sich das entwickelt hat. Wir haben hier einen Aufstieg, da haben wir auch einen Aufstieg, da haben wir einen Fall, da haben wir einen Fall. Das heißt, ich erwarte für Bitcoin, dass es wieder nach unten geht. Das heißt, dass wir die Marken von 6.400 ungefähr oder 8.000 nochmal knacken. Und wie ihr sehen könnt, werden wahrscheinlich diese Tief, also hier, wenn der Kurs hier sich nicht halten kann, dass nochmal die Tiefskurse hier nochmal getestet werden können. Ja. Das heißt, dann hätten wir so einen doppelten Boden hier und dann wäre der Weg frei nach oben quasi. Hier in der Richtung zu wachsen, ja. Aber wie schon gesagt, hier in diesem neuen, sage ich mal, Listing ist es relativ schwierig, eine Prognose zu sagen. Aber ich denke, mit 004 sind wir gut dabei, dass die Widerstände hier eventuell durchbrochen werden können, dass man halt hier einen Widerstand hat, also hier in dem Bereich, also ja. Und ich denke, wenn man sich das mal hinten schaut. Da haben wir natürlich einen Widerstand. Ich denke, dass der Kurs sich dann wahrscheinlich hier unten einpendeln wird. Und wir hier so eine Schulterkopf-Schulterformation bekommen und dass wir hier oben nach oben ausbrechen werden wahrscheinlich. Ja. Dass man hier eventuell noch höhere Kurse sehen kann, 0,60. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie schon gesagt, es ist ein relativ neues Unternehmen. Das, was wir machen können, wir können zum Beispiel in Richtung Bitcoin gehen und gucken, wie sich der Kurs dann da entwickelt hat. Und da sehen wir schon, dass wir hier eventuell im April war das jetzt bei dem anderen. Hier April bis Juni, gehen wir mal zurück, hier April bis Juni, wie sich das entwickelt hat. Und da sehen wir schon. Beim Bitcoin, dass wir eventuell wir zu heiß gelaufen sind und dass natürlich hier eine Korrektur erfolgen sollte. Und ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Der Widerstand wurde durchbrochen bei Bitcoin, ja, und bei dem Ravencoin hier der Widerstand. Das ist klar deutlich, dass dieser Widerstand hier nach unten verlassen wurde. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es so, dass wir hier quasi diesen Kurs hier haben. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir hier diese, wie sagt man, diese Widerstände hier nochmal testen können, ja, und die dann wahrscheinlich nach unten absacken werden, ja. Dass wir eventuell nochmal hier die Widerstände testen und wir die Möglichkeit haben, ja, hier nochmal im oberen Ende zu sein und dann eventuell die Richtung Süden machen. Ja.
Muss man schauen, wie sich das dann ganz entwickelt. Dann schauen wir mal bei Bitcoin. Ja, da bei Bitcoin habe ich dann damals gesagt, dass es runtergehen könnte bis auf 6079, also das heißt ein Retracement von 0. Die Erfahrungswerte zeigen, dass es in Richtung 0,38 quasi den Mittelwert hat ungefähr, ja, dass wir halt Kurse erwarten können Richtung 8000. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Zoomen wir mal bei Bitcoin rein. Ja. Und da sehen wir, dass der Kurs quasi hier nach diesem Sturz ja, quasi so eine Formation dann halt entwickelt, wo es Richtung oben geht. Ja. Man sieht auch, es werden höhere Hochs gebildet und der Kurs würde sich dann wahrscheinlich hier wieder zurückfangen, ja, und dann hinter diese Linie hier oben nochmal testen. Ja. Bevor natürlich der endliche Fall nach unten kommt, muss man schauen. Ja. Jetzt mal bei Ravencoin. Ja, wie schon gesagt, der Kurs könnte nochmal hier einen Doppelboden machen. Und danach wird es wahrscheinlich in Richtung Norden gehen und dann höhere Kurse machen. Wie sieht es dann eigentlich langfristig aus? Wenn man es mal ganz langfristig schaut. Wenn wir diese Formation hier bekommen, sieht es eigentlich in dem Bereich gut aus, ja, dass wir hier erstmal diese Bewegung nach oben machen. Das ist jetzt sehr bullisch, was ich hier jetzt aufzeichne. Wir hätten dann eine gute Karten, sage ich mal, Richtung 12 Cent zu laufen, ja, hier in dem Bereich. Aber das ist Zukunftsmusik, ja. Das heißt, das muss natürlich mit fundamentalen Daten hinterlegt sein, dass wir so einen Aufstieg von 0,02 auf 12 Cent gehen können. Das ist nicht so einfach. Das muss erstmal, die Widerstände müssen erstmal geknackt werden. Schauen wir mal ein bisschen genauer nach. Ja, also wenn wir die Möglichkeit hätten, Richtung 0 nochmal zu gehen, 0,005, wäre es eine gute Möglichkeit, hier einzusteigen. Nochmal die Tiefs, also hier in dem Bereich 0,0010 oder 0,0006, dass wir hier eventuell einsteigen können. Ist ja auch sehr interessant, sage ich mal. Man muss ja nicht immer die teuren Kryptowährungen kaufen. Es gibt etliche Kryptowährungen, die wirklich auch, sag ich mal, stark sind in ihrem Konzept. Da würde ich euch empfehlen, die Kryptowährungen rauszupicken, die noch nicht gelaufen sind. Ja. Das heißt, als Bitcoin auf den Markt kam, war es auch irgendwelche Cents. Ja. Man muss schauen, dass man hier quasi das schon im Voraus erkennt, in welche Richtung oder welches Potenzial die Kryptowährung hat. Ja. Momentan ist es halt so, dass jeder bei dem Konzept mehr oder weniger, ich will nicht sagen gleich, aber ähnliche Konzepte haben. Und man muss schauen, wie sich das dann in der Zukunft durchsetzt. Ja? Welche Firma, welche Kryptowährung quasi gefragt ist und auf dem Markt quasi eine Akzeptanz findet. Ja? Die Frage ist, es ist halt viel auf dem Kryptomarkt los. Und also die Frage, die mir hier stellt, welcher gewinnt das Rennen? Ja, wie schon gesagt, die verschiedenen Kryptowährungen haben ähnliche Konzepte und diese Konzepte müssen sich jetzt beweisen. Die Benutzer müssen das zeigen und das zeigen dauert halt, also das braucht Zeit. Und ich denke, diese Lernphase würde jetzt 1 bis 2 Jahre dauern und danach würde ich sagen, dass wir eher höhere Kurse bei diesen Kryptowährungen sehen werden. Ja, das heißt, es ist noch hier so eine Einschwingphase und es kann hier sein, dass wir wirklich in 2 Jahren bei dem hier oder noch höher liegen würden. Also ein Investment, wo man kauft und schläft, ja, und nach 2 Jahren aufwacht und dann quasi, dass der höhere Kurs dann gebildet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert weiter meinen Kanal, teilt die Videos auf verschiedenen Plattformen, Facebook, Telegram, Reddit, ja, so dass wir halt hier den Kanal aufbauen können und dass der Kanal wächst.
Und da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Ein Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis demnächst.